Hi und willkommen zum zweiten FAQ-Part. Heute mit modelspezifischen Fragen. Wie kamst du auf den Namen Teddy bzw. La Teddy Nektor? Wie ist die Geschichte dahinter? Als ich damals meinen Let's Play-Kanal gestartet habe, brauchte ich natürlich einen Namen. Ich hatte schon mal einen sehr cringigen Vocaloid-Cover-Kanal, der hieß Mad Black Tea. Zumindest das Tee war dabei. Für meinen neuen Kanal wollte ich dann aber was weniger edgiges und habe so überlegt, was ich gerne mag und was ich cool finde und welche Namen ich schön finde. Da gab es einige, aber am Ende habe ich gedacht, hey, ich finde den Namen Teddy aus Meine Schwester Charlie total niedlich und ich heiße Theresa, also Teddy ist jetzt nicht so weit weg davon. Ich hätte gerne irgendwas mit Teddy. Und mein Lieblings-Pokémon ist Latinektor, deswegen habe ich das so ein bisschen kombiniert, auch mit Skelabra, aber das fand ich nicht ganz so schick. Und dann ist es La Teddy Nektor geworden und das habe ich behalten. Auch wenn mir immer wieder gesagt wurde, dass der Name ziemlich kompliziert ist und man ihn sich nicht so gut merken kann, aber hey, ihr kennt mich ja jetzt auch. Wieso ein Geistermodel? Wieso hast du angefangen? Hier mal die klassischen Fragen. Man könnte Storytimes machen, was denen so Spannendes passiert ist in deinem Leben. Mehr fällt mir nicht ein gerade. Für ein Geistermodel habe ich mich entschieden, weil ich ja La Teddy Nektor heiße, an La Teddy Nektor angelehnt. Und das heißt, dass ich gerne ein Geister-Vieh-Model haben wollte. Ich habe auch schon mein älteres Model im La Teddy Nektor-Theme gemacht. Aber diesmal wollte ich was im Boohoo-Stil machen, weil mein echter Name Theresa ist. Theresa heißt auf Japanisch Boohoo. Und dann dachte ich so, boah, das ist einfach zu geil, ne? Geister und ich, wir sind füreinander bestimmt. Ich mochte Geister ja auch schon immer. Und dann habe ich ein Boohoo angelehntes Model gemacht und so ist dieses Geisterfilm entstanden. Und ich muss zugeben, ich fühle mich richtig cool, weil ich Theresa heiße. Zum Thema Storytime-Geschichten. Ich hätte bestimmt ein paar Geschichten, die ich erzählen könnte, aber ich habe jetzt nicht wirklich spannende oder unangenehme Stories, bis auf so ein, zwei, sondern eher langweilige oder nicht erzählenswerte oder ein bisschen traurige Stories, deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, Storytime-Videos bei mir wären nicht so spannend. Aber ich kann es ja trotzdem irgendwann mal probieren. Wie gesagt, so ein, zwei witzige Stories habe ich auf jeden Fall auf Lager. Ah ja, ich verstehe. Ach ja, übrigens, wenn du dich fragst, was du alles für Content machen könntest, wie wäre es, wenn du mal überlegst, was du gut kannst und gerne machst? Das sagt sich so leicht. Ich habe ziemlich viele Hobbys. Mein Haupthobby ist wahrscheinlich tatsächlich VTuber-Models machen, weil das mache ich sehr, sehr oft und dann sehr, sehr intensiv. Aber daraus Videos zu machen, ist ganz schön anstrengend. Ich habe ja eine deutsche Tutorial-Reihe gedreht über das VTubing, die ist jetzt auch schon ein Stück alt. Das heißt, da würde ich heute auch vieles anders machen als damals. Aber das vorzubereiten hat natürlich immer einen sehr großen Zeitaufwand und auch sehr viel Schnittarbeit. Und da alles zu erklären, da sitze ich wirklich über Stunden. Ich wollte eigentlich schon sehr, sehr lange mal eine neue Live-2D-Tutorial-Reihe starten, aber ich habe wirklich zu wenig Zeit dazu. Da ist sie mir zu kostbar. Am liebsten mache ich tatsächlich Let's Plays, aber die sind halt so ausgestorben mittlerweile, dass ich nicht glaube, dass man daraus kurzen Short-Content machen kann. Und ich glaube, Gameclips sind auch weniger anlockend als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Skits oder Storytimes oder keine Ahnung. Schon von deiner Model-Design-Geschichte erzählt? Beziehungsweise Rigging? Ich sehe zwar aus wie ein Bonbon-Verkäufer, aber witzigerweise fand ich Rosa immer richtig scheiße. Bis ich 20 war, glaube ich. Da hat nämlich langsam mein Charakter rosa Haare bekommen und seitdem gibt es auch rosa Teddy und sie ist dann immer und immer mehr rosa geworden. Davor waren meine Farben lila und braun. Braun, weil ich braune Haare als Naturhaarfarbe habe, die ich aber immer ziemlich langweilig fand. Und dann ein lila Stich, weil mein Model an das Pokémon Latinecto angelehnt war. Oder zumindest die Farbgebung. Am Anfang noch ziemlich doll, dann ist es irgendwie mehr so ein dunkel lila gekommen und dann, ja, keine Ahnung, es war ein ziemliches Hin und Her. Ich war nie ganz zufrieden mit meinen ganzen Designs. Deswegen bin ich umso zufriedener, dass ich jetzt dieses Model-Design auch schon sehr, sehr lange benutze und auch noch damit zufrieden bin. Als ich dann also eines meiner festen Designs in die Tat umsetzen wollte, habe ich mich zuerst nicht für ein Geistermodel entschieden, sondern ein stinknormales. Als ich das dann aber fertig hatte, habe ich so gedacht, hey, eigentlich wäre es doch ganz cool, so ein bisschen Roleplay oder irgendein cooles Roleplay-Design einzubringen, weil ich das immer ganz nice fand bei den Designs der anderen großen VTuber und habe mich deshalb für ein Side-Model entschieden, das ein Geister-Theme hatte und habe das dann aber auch behalten. Und ja, so bin ich ein Geist geworden. Rigging war dabei ganz schön interessant, weil ich mich wirklich von Model zu Model extrem gesteigert habe. Also auch wenn man mein erstes verbessertes Model nimmt und das mit dem hier vergleicht, das sind wirklich sehr viele Welten. Und ich bin auch gespannt, was ich bei zukünftigen Models so machen werde. Aber aktuell bin ich mit dem hier echt sehr zufrieden und ich hoffe, das bleibt auch noch eine ganze Weile so. Ich bin eine Pampelmuse. Anyways, was hat dich dazu bewegt, VTuber zu werden? Nicht spezifisch auf dein Model, sondern die Faszination an sich. Ha, Pampelmuse wäre actually ein ziemlich witziger Community-Begriff.
Schon seit ich mit YouTube gestartet habe, vor etwa 8 Jahren als kleine Let's Playerin, hatte ich einen Anime-Charakter, den ich selbst gezeichnet habe als Profilbild. Der Grund ist, weil ich eigentlich schon immer Animes mochte, zumindest seit ich sie gefunden habe mit 12 Jahren. Seitdem wollte ich auch immer Anime-Charaktere zeichnen und natürlich auch sehr gerne selber einer sein. Folglich, als ich dann von VTubing erfahren habe, 2018 war das noch im Anmarsch das Ganze, habe ich das natürlich direkt entdeckt und dachte mir, oh mein Gott, wow, das will ich auch! Blöderweise gab es natürlich damals noch nicht so viele Tutorials, außer eines von Brian Tsui. Der ist ja heutzutage einer der besten Rigger schlechthin. Und an das habe ich mich gehalten und mein erstes VTuber-Model gemacht, das natürlich auch nicht so toll aussah. Ich hätte wahrscheinlich VTubing auch schon dann 2018 angefangen, aber mein Laptop war leider so schlecht, dass mein Model nicht zusammen mit Gameplay laufen konnte und ja, deswegen habe ich es dann eingestampft. Und als dann 2 Jahre später so ziemlich jeder ein VTuber war, war es für mich schon zu spät, als ich meinen neuen PC und damit auch neue Möglichkeiten fürs VTubing bekam. Ripperino! Aber hey, dafür kann ich es jetzt in vollen Zügen ausleben. Ich hasse volle Züge. Gut, das war's erstmal zu diesen Fragen. Beim nächsten Mal gibt es dann neue Fragen. Wenn euch noch mehr interessiert, könnt ihr das natürlich wie immer in die Kommentare schreiben und dann suche ich mir die spannendsten Fragen für mich raus. Vielen Dank, bis dann!